Heiß begehrt sind sie, diese Burgerbrötchen. So heiß, dass sich das Warten zu lohnen scheint. Die Pastrami-Burger sind eine Erfindung von Metzger Jürgen David aus Worms. Wie lange habt ihr gestanden? 10 Minuten. Also gefühlt 2 Minuten. Seine Burger gehen weg wie warme Semmeln. Und nicht nur die. Wenn man einmal hier war und ist auf den Geschmack gekommen, wird man zum Wiederholungstäter. Ist einfach so. Sein Fleisch hat Jürgen David und seine kleine Metzgerei weit über die Region hinaus bekannt gemacht. Und dabei predigt er selbst den Fleischverzicht. Es ist natürlich eine heiße Wette, wenn ich predige, esst weniger Fleisch. Wenn auf einmal alle meine Kunden sagen, oh, dann esse ich halt nur noch einmal die Woche, ja? Dann ist es für mich eine heiße Wette, weil dann habe ich deutlich weniger Umsatz. Aber wenn viele, viele, viele mehr Kunden zu einem kommen, und dann gleicht es ja wieder aus, weil sie sagen, okay, wenn, dann was Gutes. Ja? Sehr geil. Jürgen, big smile. Gib alles. Sensationell. Wow. The star. Die Kamera und big smile. Nachlassen noch ein Ticken hier rüber. Sehr cool. Und nochmal die Szene zeigen. Lach mal ganz herzlich. Ganz stolz. Der Wormser Vorort Hochheim. Morgens kurz vor 5:30. Die Metzgerei David liegt an der Hauptverkehrsstraße. Seit 1924 ist der Laden in Familienhand. In 5. Generation wird er heute von Yvonne und Jürgen David geführt. Die beiden haben den Laden groß gemacht. Dabei waren die Voraussetzungen dafür eigentlich denkbar ungünstig. Yvonne David, die gelernte Mediengestalterin, ist eigentlich Vegetarierin. Und für ihren Mann war Metzger alles andere als ein Traumberuf. Ja, also Metzger war für mich viele Jahre eher eine Last. Und ich hab's gehasst. Irgendwann kam immer der Moment, wo es hieß, was machst denn du eigentlich? Ja, was sagst du denn da? Ja, ich bin Metzger, ja? Und eine ganze Zeit lang war das halt so, dass dich das echt abgewertet hat. Dass die Leute gesagt haben, so, ja, alles gut und schön, der ist ja nett, aber der ist Metzger, ja? Und das hat bei mir einfach so was angestachelt, dass ich genau dieses Image eben ablegen wollte. Dass wenigstens, wenn sie hören, okay, das ist der David, dass es Sachen hat, das ist der Metzger. Das ist schon was anderes, ja. Dass er heute tatsächlich der Metzger ist, hat viel mit diesem Raum zu tun, der Reifekammer. Bis zu 5 Wochen hängt das Fleisch hier, bis es weiterverarbeitet wird. Enzyme zersetzen in dieser Zeit das Eiweiß, das das Fleisch zäh macht. Es wird zarter und aromatischer, wie Jürgen David verspricht. Dry-aged Beef nennt sich das. Trocken gereiftes Fleisch. Mit dieser Methode hat David einen Trend ausgelöst in seiner Zunft und damit seinen so ungeliebten Metzgerberuf ein Stück weit revolutioniert. Es war ein totales Risiko, weil in einem Vorort von Worms als erster Metzger in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, ich kannte keinen, der das gemacht hat. Gut abgehangen nannte man das früher. Bei Jürgen David sind es die Salzsteine an der Wand, die für ein optimales Klima in der Reifekammer sorgen. Sehr, sehr viele Metzger haben mich verspottet. Also auch Kunden, die gesagt haben, ja, jetzt beim David, der macht hier auf Körperwelten, ja, wird bald Eintritt verlangen. Oder wo fährst du hin zum David, oder zum Gammelfleisch und so. Ne? Und mich haben viele belächelt. Und naja, als sie dann gemerkt haben, dass es irgendwie läuft, und da hieß es dann auf einmal, ja, haben wir ja schon immer so gemacht. Ne? Und wo ich dann gesagt habe, Jungs, möglicherweise habt ihr mal einen Rinderrücken da hängen gehabt, länger wie 2 Wochen, weil ihr ihn einfach nicht verkauft habt.
Ja, und dann war er vielleicht auch mal 4 Wochen alt und ihr hattet einen Dry-Aged Beef irgendwie. Aber bewusst einen enzymatischen Prozess in einer Salzreifekammer bei einer gewissen Luftströmung, Salzgehalt, Temperatur, Umdrehung und so weiter hat da kein Mensch betrieben. Ja. In der salzhaltigen Luft verliert das Fleisch an Volumen und gewinnt an Geschmack. Jürgen David überlässt dabei nichts dem Zufall. Ich schaue in der Regel hier oben auf diese Anschnittflächen. Wie trocken ist es? Ist das alles noch sauber? Ja? Oder wird es ein bisschen zu runzlig? Dann weiß ich auch, okay, hat zu viel Flüssigkeit verloren. Wird jetzt mal Zeit, dass man den mal anschneidet. Ja? Ich rieche auch manchmal dran. Ja? Da kann man alles mal so ein bisschen mit der Hand oder mit dem Daumen kann man so ein bisschen dran riechen, ja, wenn man das warm macht. Und ansonsten ist es für mich am wichtigsten, dass ich die im Vorfeld gut anschaue, selektioniere, weil ich weiß genau, wenn der Rücken jetzt so aussieht, dann wird er auch was. Regelmäßig besucht Jürgen David seine Lieferanten auf dem Donnersberg in der Pfalz. Hier leben die Tiere artgerecht, einen Großteil des Jahres auf der Weide. Nur im Winter wird zugefüttert. Die Angus- und Limousinrinder von Eva Schulz haben viel Auslauf. Einen Betrieb zu finden, dem das Tier wohl ebenso am Herzen liegt wie ihm, war in der näheren Umgebung gar nicht so einfach. Hier macht ja jeder Wein. Und die Viehzucht ist eigentlich so das Letzte, was du machst, weil das natürlich auch von Gewinn her fast das Unprofitabelste ist. Und von daher war es schon sehr schwer, einen geeigneten Bauer zu finden. Wir haben da lange gesucht, alle Viehhändler gefragt, die kennen ihre Jungs, wer was wie hält. Ja. Und irgendwann sind wir aufeinander gestoßen, dann haben wir uns das angeguckt und sind halt einig geworden und haben da wirklich jetzt ohne irgendwie einen Vertrag aufzusetzen, sondern so auf Wort zu Wort gesagt, wir ziehen das jetzt hier durch und machen das über viele Jahre zusammen. Und das hat bis jetzt auch sehr gut geklappt und das sind jetzt auch schon 8 Jahre oder so vielleicht. Hä? Und klar, für uns ist das irgendwo auch ein Stück Sicherheit zu wissen. Wir müssen jetzt nicht bei jedem Rind gucken, wer will das, wer nimmt das. Sondern Jürgen kann sich auf uns verlassen, wir können uns auf ihn verlassen und das funktioniert so gut. Ja. Bevor sie geschlachtet werden, leben die Rinder hier deutlich länger, als das sonst der Fall ist. Und Mutterkühe und Bullen teilen sich dieselbe Weide. Wenn man bei ihm jetzt nicht erkennt, dass er Muckis hat, dann weiß ich auch nicht. Ja? Und ich finde auch die Mutterkühe, die sehen doch prächtig aus. Ja? Ja, und damit es halt alles gesund bleibt, macht man da als mal so einen Mix und hat mit ein bisschen Glück das Positive von dem und das Positive von dem vermischt. Und wir haben da so ein paar Mutter- und Muttertiere und Bullen, die man halt so miteinander kreuzen, dass eine gewisse Bemuskelung, aber auch eine gute Fleischqualität bei rauskommt. Und auch das sorgt für gute Fleischqualität. Die Rinder hier sind völlig zutraulich und gechillt. Keine Stresshormone sollen die Qualität des Fleisches trüben, das Jürgen David in seiner Wurstküche gemeinsam mit Mitarbeiter Stefan Konrad zerlegt. Stefan Konrad ist einer von 3 angestellten Metzgern. Anders als Jürgen David hatte er nie ein Problem mit seinem Beruf. Also wenn ich ein Tier sehe, meine Frau kennt da immer, wenn ich dann sage, ah, schau mal, es gibt schöne Schnitzel, schöne Steaks, was ich da alles draus machen kann. Ich bin mit dem groß geworden, mein Opa war Dorfmetzger. Ich bin da mitgegangen, 8, 10 Jahre alt. Und dann habe ich gewusst, ich muss Metzger werden, aus Leidenschaft. Ich liebe meinen Beruf. Für Jürgen David ist Erntezeit. Fünf Wochen hat der Rinderrücken in der Reifekammer getrocknet und dadurch 20% seines Gewichts verloren. Doch bis ein Steak daraus wird, muss noch mehr weg.
Auch das erklärt den relativ hohen Preis für so ein Stück Dry-Aged Beef. Hier haben wir ein tolles Steak und die Trockenränder müssen allerdings ab. Und auch dieser Deckel hier, der ist schön aromatisch, aber schon recht bissfest. Und wir verwenden den halt quasi für die Burger. Also hier ist ein geputzter Deckel und das geben unsere Dry-Aged Burger. 170 Gramm Hackfleisch stecken drin in einem Dry-Aged Burger. Die Herstellung, schweißtreibend, wird schließlich alles handgepresst. Die nötigen Muckis hat er zum Glück. Metzger Kevin Glück. Burger drücken muss er nämlich ohne Ende. Ich kann nur in Kilo rechnen und das sind so in der Woche, darf man das sagen? Nee. Einige. Während die Kunden schon wieder vor der Metzgerei Schlange stehen, sind die Mitarbeiterinnen noch bei der letzten Thekenkosmetik. Meine Aufgabe ist jetzt von hier vorne zu schauen, dass alles schön drin liegt, alles ordentlich angeschnitten ist, dass wenn die Kunden reinkommen, das alles sehr ansprechend aussieht. Punkt 9 Uhr geht's los. Wie immer Dienstag bis Freitag, Samstag schon um 7, Montag ist Ruhetag. Und die Kunden kommen oft von weit her. Das ist halt ehrliches Fleisch, das ist keine Massenware. Also ich würde nicht Massenfleisch kaufen, würde ich auch nicht essen. Das ist das Ideelle einfach, dass man weiß, wo das herkommt, wie das Vieh gehalten wird, was in der Massentierhaltung natürlich unmöglich ist. Ja, es ist schon, man hat jedes Mal einen Schock an der Kasse, ne? Aber wenn man das will, dann muss man es halt bezahlen. Und manche können trotz der saftigen Preise gar nicht genug bekommen vom Fleisch aus Hochheim. Tatsächlich fahren wir jetzt zu meiner Familie an den Chiemsee und mussten extra hier Halt machen von Darmstadt, um Fleisch für 1.300 Euro mitzubringen. Und lassen wir es heute hoffentlich schmecken. Auf jeden Fall. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch vor der Metzgerei David nicht Halt gemacht. Glaswände trennen die Kunden von den Mitarbeitern und es herrscht Maskenpflicht. Wir hatten wirklich befürchtet, dass vielleicht die Kunden nichts mehr kaufen, dass sie auf eine gewisse Art jetzt günstig hamstern und sich einschließen oder eben sparen ohne Ende oder sparen müssen ohne Ende. Und es war gerade das Gegenteil. Für uns war nie Lockdown, für uns im Gegenteil. Also man hat von der ganzen Welt gehört, sie ist runtergefahren und hat vielleicht mal entschleunigt. Und bei uns kam wirklich jede Woche eine Schippe drauf und zwar ganz heftig. Hallo, ich grüße dich. Gehen wir vielleicht einfach mal nebenan an die Salz. Zartes Dry-Aged Beef. Ein Luxus, den man sich nicht alle Tage gönnt. Dann haben wir hier ein Entrecote von einem schottischen Shorthorn. Mhm. Potterhouse vom Donnersberg. Ja, das ist, aber ein Festtagsbraten eigentlich. Während Corona aber lief das Geschäft für Jürgen David wie sonst nur vor Ostern oder Weihnachten. Man hat gedacht, okay, ich kann nicht essen gehen. Ich nehme jetzt eine gute Flasche Wein und ein richtig geiles Potterhouse. Ja. Und da haben sich die Leute am Wochenende was gegönnt, manche auch täglich. Ja. Und ja, das Dreitspiel ist super gelaufen während Corona. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Frischer Nachschub kommt aber nicht nur vom nahen Donnersberg, sondern auch aus Galizien oder Irland. Die Weiden dort sind noch reichhaltiger als in der Pfalz. Und das sorgt für eine gute Fettabdeckung des Fleisches. Besonders wichtig für das Dry-Aged-Verfahren. Sein irischer Lieferant hat Jürgen David ausgewählte Rinderrücken von Fersen geschickt. Also Rindern, die noch nicht gekalbt haben und deren Fleisch als besonders zart und saftig gilt. Ja, also ich weiß ja ungefähr, was ich bekomme. Wir sprechen da intensiv drüber und er schickt mir auch vorher quasi schon so eine Tabelle. Und da weiß ich schon genau, okay, ist eine Angusferse, ist eine Vierer-Fettabdeckung, hat ein Gewicht von 25, 28 Kilo irgendwas. Ja. Und dann weiß ich schon ungefähr, was da kommt. Aber es ist natürlich immer noch schöner, wenn du es in den Händen hältst und denkst so, das wird geil. Ne?
Doch das geilste Fleisch für Jürgen David kommt aus Schottland. Den geplanten Besuch bei seinem Lieferanten Andrew hat ihm gerade Corona verhagelt. Jede Menge frische Seeluft und weitläufige Graslandschaften. Die Rinderherden stehen das ganze Jahr über draußen, fressen nichts anderes als saftiges Gras. Ein Paradies für Fans des Dry-Aged Beefs. Doch im Moment bleibt Jürgen David nur der Kontakt via Skype rüber auf die Insel. Perfect. Hi. You can see me? Yes. For the current times and with Corona, we are doing okay. Andrew, der schottische Metzgerkollege, hat beste Kontakte zu den exklusivsten Rinderzüchtern seines Landes. Very good. And bye-bye. Same to you and Yvonne and the rest of the family and the staff. Great speech, Jürgen. Speak to you soon. Okay. Bye-bye, Andrew. Have a good time. Cheers. Also der Andrew, der schlachtet nur 60 Tiere die Woche. Das hört sich jetzt für manche viel an, ist aber echt sehr exklusiv. Dann hat er sehr ausgefallene und seltene Rassen. Die verkauft er nicht an jede Ecke. Wir sind tatsächlich der einzige Deutsche, der bei ihm kauft. Ansonsten liefert er ins Harrods und so weiter. Ja. Das ist schon was sehr Exklusives. Die Rassen, die Art der Aufzucht. Ich behaupte, es ist das exklusivste Grass-Feed-Beef Europas. Und wie schneidet das Fleisch der heimischen Rinder gegen die hochgelobten Kollegen aus Schottland ab? Das testet David per Blindverkostung. Also wir machen schon viele Jahre, so ein-, zweimal die Woche, so ein Tasting einfach, damit ich für mich herausfinde, sind wir in der Genetik am Aufholen, passt es mit der Fütterung, wie zart ist es, stimmt der Reifegrad, wo steht unser Fleisch vom Donnersberg? Gebraten sind sie kaum zu unterscheiden. Das ist wie so mein kleines Steaklabor hier. Ich habe schon tausende Steaks probiert und immer mal gegeneinander und habe mich so, glaube ich, schon ziemlich weitergebildet, einfach durchs Futtern. Das kann so ein bisschen Richtung buttrig gehen, das kann so ein bisschen Richtung Popcorn gehen, das kann nussig sein, es kann mal ein bisschen grasig, milchig, erdig manchmal sogar. Für mich war das jetzt doch ein bisschen überraschend in manchen Dingen, weil wir auf dem Donnersberg halt wirklich rasant aufholen. Das ist super, ja, weil wir haben uns da jahrelang einen abgekrampft, um diesen Qualitäten nahe zu kommen und jetzt haben wir es einfach, ja. Und das, obwohl Jürgen David ja eigentlich nie Metzger werden wollte. Vielleicht ja eher Winzer. Immerhin besitzt er einen kleinen Weinberg, den er von seiner Mutter geerbt hat, im rheinhessischen Dienheim. Ein befreundeter Winzer kümmert sich um die jungen Reben. Doch Spitzenwinzer gibt es in der Region viele. Da hätte Jürgen David wohl weit mehr Konkurrenz gehabt. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hatte die richtige Vision und habe gewusst, wie ich es vermarkte. Ja. Als Winzer wäre mir das total schwer gefallen. Ich kann auch nicht sagen, dass Winzer jetzt ein Traumberuf gewesen wäre für mich, aber ich wäre es definitiv lieber geworden wie Metzger. Ich wäre alles lieber geworden wie Metzger. Bis diese Reben tragen, dauert es noch ein paar Jahre. Also das ist schon gut, kann man nicht anders sagen. Ja. Wenn schon dienen, dann so. Der Jürgen wäre ein guter Winzer, ja, weil der Jürgen ein Qualitätsfanatiker ist. Jeder, der qualitativ denkt, der sich überlegt, etwas anderes zu tun in seinem Handwerk. Jeder gute Handwerker wäre wahrscheinlich auch ein guter Winzer, weil Winzer sein ist Handwerk. Und Empathie und Gefühl und so. Und das ist ja was, das sind ja alles Dinge, die Jürgen hat. Ne? Also wenn man sieht, wie er sein Fleisch aussucht, wie er seine Tiere aussucht, das ist ja ein unglaublich empathischer Mensch. Also doch, das wäre ein guter Winzer. Im Keller des Weinguts St. Anthony in Nierstein lagert bereits der Wein aus einem anderen Wingert von Jürgen David. Dirk Würz hat seine ganz eigenen Ansichten, welcher Wein am besten zu Fleisch passt. Diese Vorstellung, dass zu Grillfleisch Rotwein muss, das ist totaler Unsinn. Grillfleisch hat Röstaromen, Raucharomen, die sind von Haus aus auch ein bisschen bitter. Und Rotwein hat Tannine, der ist auch immer bitter. Und bitter zusammen passt nicht. Wenn man die Möglichkeit hat und hat das fantastische Fleisch vom Jürgen und noch dazu die Möglichkeit bekommt, einen gereiften Riesling zu kriegen, aber keinen trockenen, sondern einen restsüßen, Kabinett-Spätlese, Auslese, 20, 30 Jahre alt,
Und das miteinander kombiniert, das ist das Beste, was es gibt. Genauso außergewöhnlich ist es, dass man zu einem sehr guten Sekt eine gebratene Blutwurst oder ein Leberwurst isst. Das passt so unglaublich gut zusammen. Und deswegen, es muss nicht unbedingt teuer mit teuer sein. Gut gemacht, zu gut gemacht passt sowieso immer. Aber ich sag mal, wirklich so eine gebratene Blutwurst, was ja eine günstigere Wurst ist, zum sehr hochwertigen Sekt, das also zieht einem die Schuhe aus, so geil ist das. Eine schöne Deko, so ein Fass in der Metzger. Ja, kann ich auch dazu. Kannst du im Zweifelsfall auch ein Feuer drin machen? Ja? Ja. Im Sommer kann Jürgen David endlich wieder seine Hall of Beef für besondere Events öffnen. Wegen Corona herrschte hier ein paar Monate Stillstand. Jetzt soll es wieder losgehen. Mit Pastrami-Burgern. Seine Frau Yvonne bereitet alles vor. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Ohne ihre Unterstützung hätte er es nie so weit gebracht, sagt er. Ich bin halt schon immer die Frau im Hintergrund gewesen. Bin ich auch heute immer noch. Ich bin lieber im Hintergrund. Und ich habe ihn halt einfach immer den Rücken frei gehalten. Also hab's versucht, ihm den Rücken frei zu halten. Und klar, wir haben immer alles abgesprochen, machen wir heute auch immer noch. Aber er ist der Mann für das Ganze drumherum, sage ich mal. Als überzeugte Vegetarierin hat sie sogar angefangen, wieder Fleisch zu essen. Nur hier. Also außer Haus bin ich definitiv Vegetarier. Esse ich nur vegetarisch, lieber esse ich nichts. Ja. Pastrami vom Donnersberger Rind. Alles andere als Fastfood. Das ist dann schon in der Regel eine besondere Rinderbrust. Wird die über Tage gepökelt, wird lange gesmoked, dass es ein bisschen Raucharoma gibt. Und dann wird es nochmal übergrillt. Ja, und durch diese lange Zubereitungszeit wird es halt guter Zahn. Wenn ich das jetzt Medium essen wollte, ging überhaupt nicht. Ich musste es wirklich knacke durchbraten und Medium ist was für ein Steak und das hier low and slow, schön hohe Kerntemperatur. Vor Corona haben die Kunden die Burger direkt vor Ort gegessen. Jetzt sind sie zum Mitnehmen. Geht los. Guten Appetit. Auch Winzer Dirk Würz ist mit von der Partie. Und wenn jemand noch was trinken will, laut rufe, ja? Wir hatten für 4 Leute 8 Stück bestellt, ja. Nachdem wir das letzte Mal leider nur einen für jeden hatten, haben wir dieses Mal vorgesorgt. Wir zwei sind ja noch burgerjungfräulich hier und uns wird aber der beste Burger gesprochen, den wir jemals gegessen haben. Deswegen sind wir sehr gespannt. Dieses Geschmackserlebnis, das ganze Ding zu nehmen, ist einfach überragend. Ich weiß nicht. Haben Sie schon mal probiert? Gönnen Sie sich heute ein? Mega. Ist auf jeden Fall. Die hungrigen Kunden sind versorgt. Alle sind satt. Fast alle. Mittagspause. Mittagspause. Ausreichend Appetit haben sich die Damen bei der Arbeit in der Metzgerei sicher geholt. Unser Chef ist ein richtig cooler Typ. Cool? Ja. Ich finde cool, das ist ein lockerer Typ, ja. Mit dem kann man echt viel fehzappen. Ja, das auch wenn man viel und hat schaffen, hat er trotzdem immer mal noch ein lockeres Wort gebracht, wo man mal jedes Mal, wenn man um die Ecke kommt, halt lachen muss. Ne? Genau. Also ich finde, jeden da immer irgendwie was Lustiges dabei. Ne? Irgend so einer haut da immer raus. Und der lustige, coole Chef versteht nicht nur was von Fleisch, sondern mittlerweile auch von Marketing. Mehr Szenerie, ich finde das so cool. Ja. Hallo. Hallo. Super, okay. Jürgen wieder Pixen. Sehr cool. Darfst du bleiben? Der Metzger als Star. Sein Handwerk revolutioniert und ihm wieder Anerkennung verschafft zu haben. Darauf ist Jürgen David stolz. Und das lässt er auch gerne wissen. In einer Art Autobiografie, Butcher's Revolution. Der Dreitschbief-Trend hat den Blick auf den Metzger verändert. Also wir hatten dann endlich wieder so ein bisschen was, ich sag mal, Glamouröseres gehabt. Ja, nicht nur die Leberwurst hier und die Fleischwurst, sondern wir hatten ein hochwertiges Produkt, was man so ein bisschen hypen konnte und was die Endkunden auch als toll und besonders. Und das hat uns einfach so ein bisschen mehr Glamour gegeben.
Fleisch sei eigentlich ein Luxusprodukt wie Champagner, findet er. Schließlich koste seine Herstellung viel kostbare Ressourcen und am Ende eben auch ein Lebewesen. Und habe deshalb etwas Besseres verdient, als nur Massenware zu sein. Man kann natürlich mit 1000 Mitteln irgendwie nachhelfen, aber das Schöne ist ja hier, beim Jürgen brauche ich gar nicht nachzuhelfen, weil das Fleisch schon so eine Frische hat, auch gerade wie wenn er es aus der Kühlkammer rausholt, das ist so appetitlich und muss einfach nur noch gutes Licht machen und dann abdrücken. Und so macht Jürgen David auch in den sozialen Medien eine gute Figur. Du kriegst da ja immer sofort Resonanz in Form von entweder Daumen hoch oder eben nicht oder in Form von schlechten Kommentaren oder guten Kommentaren. Du kriegst da immer sofort Feedback und währenddessen lernst du auch. Du weißt genau, irgendwie ein großes Stück Fleisch mit einem riesen Knoche gibt viele Likes. Eine Dose Blutwurst geht so. Aufgrund der Corona-Beschränkungen waren monatelang auch keine Steak-Verkostungen mit Gästen möglich. Nach den Lockerungen im Sommer versucht er mit kleineren Gruppen vorsichtig wieder loszulegen. Feuerfrei. An diesem Abend will der Meister einer Gruppe Steakliebhaber aus dem Saarland einheizen. Mir geht's heute Abend um zwei, drei Dinge. Erstens mal möchte ich, dass ihr ein Steak braten könnt und dass ihr in Zukunft sagt, okay, Fleisch ist gar nicht der teuerste Grill so wichtig, sondern ein sehr gutes Fleisch. Und haut's euch zum Beispiel einfach auf eine Schippe. Ja? Und ihr seht, es hat echt so einen Effekt wie eine Pfanne. Die Männer aus der Heimat des Schwenkgrills sind sichtlich beeindruckt. Es komme auf die richtige Temperatur an, erfahren sie. 56 Grad im Inneren nicht zu überschreiten, das ist das Geheimnis. Ein Steak ist meiner Meinung nach nur nicht mal das geilste Fleisch. Denn ich muss immer aufpassen, dass es relativ heiß hab oder warm, aber noch nicht drüber. Bei dem Steak-Tasting geht es aber auch darum, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rinderrassen und Herkunftsländern zu schmecken. Ähnlich wie bei einer Weinprobe. Also wir fangen mit, sagen wir mal, was Einfacherem an und hören halt wirklich, wenn der Plan aufgeht, mit dem Aromatischsten auf. Ja? Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Ob die Gäste die Unterschiede schmecken? Angusrind vom Donnersberg oder schottisches Shorthorn. Schmeckt das Fleisch tatsächlich anders? Donnersberger Angus ist super gut. Ich probiere jetzt mal das aus Irland. Alle drei sehr gut. Das Besondere an dem Dreieckspief fand ich heute Abend, dass einen ganz anderen Geschmack hat, ne, als normales, nicht abgehangenes Fleisch. Es muss nicht jeden Tag ein Riesensteak sein. Nicht auf die Menge, auf die Qualität kommt es an. Und wenn die Herkunft stimmt, kann man es mit gutem Gewissen genießen. So die Philosophie von Jürgen David. So, Achtung! Mittlerweile macht mir nicht an sich der Beruf Spaß, sondern mir macht es Spaß, dass ich versuche, so gut wie möglich zu machen und eine gewisse Anerkennung bekomme. Und mittlerweile ist es so, dass das okay ist mit dem, was ich verdiene. Es ist okay, so wie der Metzgerberuf angesehen wird. Und vor allen Dingen bekomme ich ganz, ganz viel positives Feedback. Und das trägt mich irgendwie, ja. Jürgen David, der Fleischrevoluzzer aus Worms, hat seinen Frieden mit dem Beruf des Metzgers geschlossen, indem er ihn für sich neu erfunden hat.